Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Tutorial. Heute schauen wir uns den Signalempfänger an, und zwar den dritten von drei Teilen. Und damit hätten wir jetzt auch hier so ziemlich die gesamte Liste abgearbeitet. Und zwar in dieser Folge haben wir jetzt die Sachen, die wir bisher noch nicht hatten, und zwar die Türen, Falltüren und Zauntore. Da haben wir hier die Glocke, Konstruktionsblock, Befehlsblock, wir haben das Tropfblatt, den Rüstungsständer, Drachenkopf und Pinguinkopf. Die beiden hier drüben, die Kupferlampe und der Werker, die werde ich erst machen, wenn sie tatsächlich rauskommen. Ich weiß, die sind bereits in den experimentellen Features enthalten und an dem wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr groß was ändern, aber es ist halt eben nicht garantiert. Ja? Das heißt, die Devs können einfach sagen, oh, naja, jetzt ändern wir das doch nochmal. Ich meine, sie haben die Fähigkeiten dazu und sie haben das volle Recht dazu, sie können das machen, wie sie wollen. Dementsprechend habe ich hier noch keine genauen Daten dazu, ja, keine festgelegten Daten. Dementsprechend warte ich erstmal, bis die 1.21 hinzukommt und dann werde ich über die beiden nochmal in einem separaten Video sprechen. Ganz genau. Dann würde ich sagen, ist es genug geplappert und los geht's. Schauen wir uns die Tür an, das ist einer der Signalempfänger und hier haben wir das Rezept dazu. Ihr seht, wir benötigen zwei vertikale Reihen an Ressourcen. Das müssen jeweils dieselben Ressourcen sein. Es können dann 1 der 11 Holzvariationen sein, Eisenbarren sein oder 1 der 8 Kupferblöcke. Wir haben jeweils die nicht gewachsenen und gewachsenen Kupferblöcke dabei. Dementsprechend sieht es so aus, als wären die doppelt. Dann bekommen wir jeweils 3 von den Türen, genau, und zwar eben wieder 1 der 11 Holzvariationen, eine Eisentür, 3 Eisentüren oder eben 3 der jeweiligen Kupfertüren. Ich habe hier einfach mal eine Akazientür dafür verwendet, um das darzustellen. Sobald die hinzugefügt werden, packe ich die hier unten natürlich auch noch hinzu. Da haben wir hier die ganzen Türen. Es gibt insgesamt 8 unterschiedlichen Variationen, wie man sie platzieren kann. Und zwar seht ihr hier, wir können sie hier in diese Richtung platzieren, jeweils in die beiden unterschiedlichen Richtungen, wo die Türklinke dann jeweils gegenseitig zusammen zeigt. Genau. Können wir die so platzieren, da zeigt die Türklinke einmal nach links, einmal nach rechts, ganz genau. Hier haben wir das dann wie bei der ersten Tür, nur auf der anderen Hälfte vom Block. Auch wieder Türklinke nach links, Türklinke nach rechts und auch hier wieder auf der anderen Hälfte vom Block Türklinke nach links, Türklinke nach rechts. Es sind insgesamt 8 unterschiedliche Variationen. Jeder der Türen können diese 8 unterschiedlichen Zustände annehmen. Zum Beispiel auch die Eisentür. Das habe ich jetzt aber nicht nochmal gemacht. Ja? Also ihr solltet euch in etwa vorstellen können, wie das da aussieht. Die Holz- und Kupfertüren können per Hand geöffnet und geschlossen werden. Die Eisentüren können nur mit Hilfe von einem Redstone-Signal geöffnet und geschlossen werden. Dabei muss nicht unbedingt der Block darunter energetisiert werden, sondern jeglicher Block darum oder die Tür selber. Dann wird die Tür aktiviert und öffnet sich, wie ihr halt hier eben sehen könnt. Und das ist so ziemlich alles, was ihr zu den Türen wissen müsst. Schauen wir uns die Falltür an. Einer der Signalempfänger und hier haben wir das Rezept dazu. Wir benötigen für die Holz- und Kupfervarianten jeweils 2 horizontale Reihen mit 3 Ressourcen. Das müssen insgesamt dann 6 sein und natürlich dieselben. Und zwar entweder 1 der 11 Holzvariationen oder 1 der 8 Kupferblöcke. Auch hier, das haben wir die normalen Kupferblöcke und dann die gewachsenen Kupferblöcke. Dann halten wir 2 von den Falltüren. Auch hier wieder 1 der 11 Holzvariationen oder die Kupferfalltüren. Ich füge die auch nochmal hinzu, sobald sie verfügbar sind. Für die Eisenfalltür sieht das ein bisschen anders aus. Da benötigen wir 4 Eisenbarren, die dann in einem Quadrat angeordnet sind. Und dann erhalten wir hier 2 Eisenfalltüren. Die Falltüren können in insgesamt 8 unterschiedliche Positionen gebracht werden. Die hätte ich jetzt genauso aufstellen können wie bei den Türen. Ja, ein bisschen Platzmangel habe ich da schon. Wir können die auf der unteren Hälfte des Blocks platzieren und die so öffnen, beziehungsweise auf der oberen Hälfte des Blocks und so platzieren. Ja?
Und das können wir dann in jeweils vier Himmelsrichtungen. Das heißt, statt dass es sich hier in die Richtung öffnet, könnte es sich auch in die Richtung oder in die Richtung öffnen. Ja? Also insgesamt vier unterschiedliche Richtungen. Genauso, wenn man es auf der unteren Hälfte des Blocks platziert, so kommt man dann insgesamt auf acht unterschiedliche Richtungen. Die Eisenfalltür kann ja nur mit einem Redstone-Signal geöffnet werden und da muss eben ein Block da drum oder die Tür selber energetisiert werden, dann öffnet sie sich. Die Holz- und Kupfervarianten können auch per Hand geöffnet werden. Und das wäre so ziemlich alles, was man über die Falltüren wissen muss. Schauen wir uns die Zauntore an. Das sind auch Signalempfänger. Diese gibt es nur aus Holz. Ja? Das heißt, wir haben hier nur die 11 Holzvariationen am Start, kein Kupfer und kein Eisen mehr. Wir benötigen 4 Stöcker, 2 links, 2 rechts. In der Mitte 2 Holzbretter, das sollten dieselben Holzvariationen sein. Eben einer der 11 Holzvariationen, die es eben im Spiel gibt. Da haben wir hier die Zauntore, dann erhaltet ihr eben 1 der 11 Zauntore. Die können in 2 Richtungen platziert werden, entweder so rum oder so rum. Ja? Und dann kann man die eben per Hand öffnen oder mit Hilfe eines Redstone-Signals, wenn wir einen umliegenden Block energetisiert oder das Zauntor selber, dann öffnen sie sich jeweils in die Richtung, in die ihr sie platziert. Wunderbar. Und das wäre so ziemlich alles, was man über die Zauntore wissen muss. Schauen wir uns die Glocke an. Das ist einer der Signalempfänger. Die bekommt man durch einer dieser 3 Dorfbewohner. Als allererstes haben wir hier den Rüstungsschmied. Dort habe ich jetzt hier ein Angebot für 36 Smaragde bekommen. Dann haben wir hier den Werkzeugschmied. Dort habe ich ein Angebot für 36 Smaragde bekommen. Und dann haben wir den Waffenschmied. Und dort habe ich ein Angebot für 36 Smaragde bekommen. Also die kostet auf jeden Fall 36 Smaragde. Das könnte sich ein kleines bisschen ändern. Ich habe hier quasi ein bisschen Glück bzw. auch ein bisschen Pech gehabt, dass sie immer genau gleich viel gekostet hat. Jedenfalls, man kann die nicht anders herstellen. Man kann sie nur von diesen 3 Dorfbewohnern kaufen. Und die haben dann halt hier eben diese Jobblöcke. Ja? Und wenn man die hier platziert, kann man das auf jeder Seite vom Block machen. Die Ober- und die Unterseite hat auch noch mal 2 unterschiedliche Rotationen. Ihr seht, hier sind diese Steinhalterungen links und rechts. Aber wenn ich die so rum platziere, dann werden sie hier links und rechts und nicht vorne und hinten. Das heißt, das ist auch noch möglich. Dementsprechend, wir haben hier 4 auf den Seiten, 2 unterschiedliche unten, 2 unterschiedliche oben. Heißt insgesamt 8 unterschiedliche Positionen, in denen sich so eine Glocke befinden kann. Wenn man sie anhaut, mit einem Projektil abschießt oder eben mit einem Redstone-Signal aktiviert, wird dann ein Ton ausgegeben, ja, eben dieser Glockenton. Und damit kann man auf der Bedrock Edition und auf der Java Edition die Dorfbewohner veranlassen, nach Hause zu rennen, ja, um sich quasi vor Plünderern zu schützen. Beziehungsweise auf der Java Edition werden umliegende Plünderer dann mit einem Leuchteneffekt quasi ausgestattet. Die halten dann so einen weißen Rahmen um die Silhouette herum und dann kann man sie auch durch Wände hindurch sehen. Und das wäre so ziemlich alles, was man zur Glocke wissen muss. Schauen wir uns den Strukturenblock an, einer der Signalempfänger. Er wird auch Konstruktionsblock genannt. Den bekommt man folgendermaßen. Man benötigt einen Befehl mit /giveaddressStructureBlock. Und damit kann man einen davon erhalten. /give ist der Befehl, um sich einen Gegenstand zu geben. Add-S bezeichnet sich selbst, daher auch das S. StructureBlock ist die ID für diesen speziellen Block. Und damit bekommt man den hier. Was macht man damit? Ich habe bereits ein Video darüber gemacht. Linken unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr die Welt habt, ohne dieses Video geschaut zu haben, da ist nochmal ein Link, könnt ihr euch auch anschauen. In dem Video habe ich auch eine Welt vorgestellt. Und auch diese Welt ist in diesem Video zum Download verfügbar. Also, bitteschön. Es wäre dann relativ nutzlos, das alles doppelt zu machen. An sich wäre das so ziemlich alles, was man über den Konstruktionsblock wissen muss. Schauen wir uns den Befehlsblock an. Einer der Signalempfänger. So bekommt man ihn, und zwar mit Hilfe der Befehlszeile, nicht über das kreative Inventar, nämlich /give add as command block. /give ist ein Befehl, um sich Gegenstände zu geben. Add as bezeichnet sich selbst, also ihr dann in dem Fall,
Und Command-Block ist die ID für einen Befehlsblock. So sieht er aus, dass der standardmäßige Befehlsblock, auch Impuls-Befehlsblock genannt, der wird einmal pro Aktivierung aktiviert, führt dann den gespeicherten Befehl aus. Wir haben noch zwei weitere, nämlich die Kette und die Wiederholung. Die Kette funktioniert alleine nicht, benötigt entweder einen Impulsbefehlsblock oder einen Wiederholungsbefehlsblock davor und dann kann er erst die Befehle ausführen. Wiederholungsbefehlsblöcke führen einmal pro Tick den Befehl aus, können also ganz schön die Welt zum Laggen bringen. Wir schauen uns einmal kurz die ganzen Einstellungen an, die so ein Befehlsblock hat. Es ist eine Menge, aber keine Sorge, wir gehen da in ganzer Ruhe durch. Oben haben wir den Namen. Da könnt ihr einen Namen eintippen, der dann beispielsweise im Chat angezeigt wird. Ihr könnt da alle möglichen Sachen reinschreiben, wie ihr wollt. Blocktyp, damit kann man die unterschiedlichen Typen unterscheiden. Könnt ihr hier drin wechseln und dann bekommt ihr die anderen beiden. Bedingung kann man entweder auf bedingt oder bedingungslos einstellen. Ich lasse es hier mal auf bedingungslos. Redzone auf immer aktiv oder benötigt Redzone. Beim ersten Tick ausführen, das funktioniert nur beim wiederholen Befehlsblock. Und zwar kann man damit entscheiden, ob, sobald der Befehlsblock etwas ausführen soll, das direkt macht oder bis zum nächsten Spieltick wartet und es dann macht. Tickverzögerung, damit könnt ihr eingeben, wie viele Game-Ticks der Befehlsblock warten soll, bis der Befehl tatsächlich ausgeführt wird. Abbrechen, damit werden alle Änderungen nicht gespeichert und man kehrt zum vorherigen Zustand zurück. Befehlseingabe, da tippt man den eigentlichen Befehl ein. Man kann es nochmal größer machen, damit ihr den ganzen Befehl sehen könnt. Ihr habt die ganzen Abkürzungen. @s bedeutet ich, @p bedeutet nächster Spieler, @r zufälliger Spieler, @a alle Spieler, @e alle Entitäten. Das sind dann wichtige Abkürzungen, die kann man immer mal wieder gebrauchen und deshalb stehen die dort. Letzte Ausgabe kann man an- und ausschalten. Wenn ihr viele Befehlsblöcke benutzt, empfehle ich euch, lasst es aus, denn das kann ein bisschen Lag durchführen. Breiten, so rum. Blocktyp, Impuls, Bedingung, bedingungslos, Redzone immer aktiv. Das wird dann hier unten einfach mal angezeigt. Das gehört dann eben zur letzten Ausgabe noch mit dazu. Genauso beim Ketten- und Wiederholenbefehlsblock. Bei denen sieht das da drin genauso aus, bis auf, dass der Blocktyp dann halt eben anders ist. Schauen wir uns die anderen beiden Einstellungen an, nämlich Bedingung. In dem Fall habe ich es hier mal auf bedingt gestellt. Normalerweise sind sie bedingungslos, habt ihr eben schon gesehen, die Pfeile sind dann unten flach. In dem Fall ist der unten eingekerbt. Ja? Und wir haben hier einen bedingten Impuls-Befehlsblock. Der darf nicht bedingt sein. Ja? Wenn wir eine sogenannte Befehlsblockkette bauen, dazu kommen wir gleich dahin nochmal, wie ihr sehen könnt, dann muss am Anfang entweder ein Impuls-Befehlsblock oder ein Wiederholen-Befehlsblock stehen. Ein Impulsbefehlsblock darf aber nicht irgendwo anders in der Kette stehen, nur am Anfang. Dementsprechend darf er nicht bedingt sein. Dieser Befehlsblock ist absolut nutzlos und macht gar nichts. Ja? Ihr könnt einen Befehl eintippen, ihr könnt ihn mit Redzone befeuern, er tut nichts. Da haben wir hier den Kettenbefehlsblock, der ist immer bedingt. Ja? Der benötigt immer einen Befehlsblock davor, der ihm einen Impuls gibt und ist somit auch nutzlos. Dementsprechend der einzige Nutzen ist für den Wiederholen-Befehlsblock. Der kann sowohl am Anfang als auch in der Mitte und am Ende einer Kette stehen, kann dementsprechend bedingt sein und führt dann eben aus, wenn der vorherige Befehl einen Erfolg hatte. Wenn wir einen Befehlsblock, einen Impuls-Befehlsblock daneben packen und dort ein Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, dann führt dieser Wiederholen-Befehlsblock den Befehl so lange aus, bis der vorherige nicht mehr erfolgreich ist. Damit hätten wir die Bedingungen abgehakt. Und kommen wir zu Redzone. Hier habe ich das mal auf immer aktiv gestellt. Visuell ändert sich leider nichts. Ihr seht Redzone auf immer aktiv, aber es passiert absolut gar nichts. Das bedeutet, dass wir kein Redzone-Signal benötigen, um den Befehlsblock auszuführen. Und beim Impuls-Befehlsblock bedeutet das dann, dass der Befehl genau einmal ausgeführt wird, nämlich wenn man den Befehlsblock schließt und den Befehl abgespeichert hat. Das ist im Grunde nutzlos, außer wenn man halt nur den Befehl ein einziges Mal ausführen möchte, dann kann es schon recht nützlich sein. Hier haben wir den Kettenbefehlsblock und der ist tatsächlich sogar ziemlich nützlich dabei. Da muss man nicht in einer Kette dauernd den Kettenbefehlsblock aktivieren, heißt man muss keine Redzone-Blöcke setzen, keine umgeschalteten Hebel dahinsetzen. Das funktioniert einfach so, ist dementsprechend hier recht nützlich. Beim Wiederholen-Befehlsblock
Solltet ihr ein bisschen vorsichtig sein, der führt das bis zum Ändern der Einstellung aus. Heißt, wenn ihr irgendeinen Befehl habt, der extrem viel gerade gleichzeitig macht, der kann das Spiel zum Laggen und zum Crashen bringen. Und es wäre eher unschön, da ihr dann nicht mehr in der Welt spielen könnt. Also sollte an sich relativ logisch sein. Ich würde damit ein bisschen aufpassen. Normalerweise würde ich das nicht auf immer aktiv stellen. Dann haben wir hier hinten endlich die sogenannten Befehlsblockketten. Ihr seht vorne einen Impulsbefehlsblock, kann jetzt auch ein Wiederholenbefehlsblock sein. Ein Block, der wird energetisiert durch den Knopf da dran. Das aktiviert dann den Befehlsblock hier. Und der hier hinter, der dürfte eigentlich gar nicht angehen, aber ich habe den in dem Fall hier auf immer aktiv gestellt. Das heißt, er braucht nur einen Impuls vom Impulsbefehlsblock, um dann den Befehl auszuführen. Und wenn wir das mal abspielen, war es ein bisschen schwer zu sehen, weil ich den Chat ausgeblendet habe. Aber willkommen, zurück wird gesagt. Und zwar, der Impulsbefehlsblock hat den Befehl Say Willkommen. Say ist Englisch für sagen. Es wird einfach in den Chat geschrieben. Und in dem Fall wird gesagt Willkommen. Und der zweite Befehlsblock, der Kettenbefehlsblock, sagt dann zurück. Er benötigt kein Redzone, benötigt aber einen weiteren Impuls. Den bekommt er hier vom Impulsbefehlsblock und führt das direkt danach aus. Hier haben wir noch eine weitere. Und damit will ich euch nochmal zeigen, dass der nicht unbedingt an die Unterseite, ans Ende vom Pfeil hinein zeigen muss. Ihr könnt damit wilde Änderungen der Richtung vornehmen, das ist absolut kein Problem. In den meisten Fällen lohnt es sich aber geradeaus zu gehen, das ist dann ein bisschen übersichtlicher. Wenn ich das mal hier aktiviere, dann sollten wir eine ganze Menge von den Effekten bekommen. Wie ihr seht, Regeneration 6, Widerstand 6 und Feuerwiderstand. Das heißt, ihr könntet irgendwo einen Hebel machen oder einen Knopf, wo ihr dann die ganze Zeit Trankeffekte bekommt, die euch beispielsweise unverwundbar machen. Mit diesen drei Effekten bekommt man kaum noch Schaden von anderen Monstern und Umwelteinflüssen, sagen wir es so. Beim allerersten haben wir hier Effekt ATP Regeneration 10-5 True. Effekt, damit kann man einer Entität einen Trankeffekt geben. ATP ist der nächste Spieler, wie ihr sehen könnt. Regeneration ist der Trankeffekt Regeneration. Für 10 Sekunden mit der Effektstufe 5, aber Minecraft und die meisten Informatiker zählen bei 0 am Anfang. Dementsprechend ist es 1 höher, ihr kriegt den Effekt 6, genau. True steht dafür, dass die Effekte, die Partikel versteckt werden. Wie ihr seht, da fliegen keine Partikel herum, passiert absolut gar nichts. Beim zweiten haben wir das so ähnlich mit Resistance, das ist dann eben der Schadenwiderstand. Und da haben wir hier zuletzt Fire Resistance, das ist dann Feuerwiderstand, also damit wir keinen Schaden von Feuer bekommen. Und das wäre so ziemlich alles, was man über die Befehlsblöcke wissen muss. Hier haben wir das große Tropfblatt, einer der Signalempfänger. Es gibt zwei Möglichkeiten, das große Tropfblatt zu erhalten, indem man mit Knochenmehl entweder bereits ein großes Tropfblatt oder ein kleines Tropfblatt zum Wachsen bringt. Wenn man die dann mit einer Schere abbaut, erhält man die Tropfblätter, ganz genau. Die haben hier folgende Redstone-Funktion. Ihr kennt das vielleicht schon. Normalerweise, wenn man sich draufstellt, fällt man da durch. Ja, das Blatt knickt ein und man fällt durch die Pflanze durch. Wenn man jetzt allerdings ein Redstone-Signal aktiviert und dann sich draufstellt, passiert absolut gar nichts. Man kann nicht mehr durchfallen. Erst wenn man das Redstone-Signal wieder abschaltet, kann man wieder hindurchfallen. Ihr müsst dabei ein bisschen aufpassen, nämlich bei größeren Pflanzen dürft ihr nicht den Wurzelblock energetisieren, den Block hier drunter. Dort funktioniert es nämlich nicht. Wenn wir uns hier draufstellen, passiert genau dasselbe. Wir fallen durch die Pflanze durch. Das heißt, wir müssen das hier mal ausmachen und stattdessen müssen wir hier den Blattblock quasi energetisieren. Und zwar genau daneben. Wenn wir uns jetzt hier einmal draufstellen, dann passiert absolut gar nichts. Ihr sehen könnt, wir fallen einfach nicht runter. Ich deaktiviere es mal wieder und jetzt fallen wir durch. Ja, also so funktioniert das. Und das wäre so ziemlich alles, was man zum hohen, großen Tropfblatt wissen muss. Hier haben wir den Rüstungsständer und das ist ein Feature exklusiv zur Bedrock Edition. Ein Signalempfänger natürlich und hier haben wir das Rezept dazu. Wir benötigen insgesamt 6 Stöcker, 3 in der oberen Reihe, einmal in der Mitte, unten links und unten rechts jeweils ein Stock. Und unten in der Mitte benötigen wir eine glatte Steinstufe.
Dann erhalten wir einen Rüstungsständer. Der sieht dann so aus. Standardmäßig auf der Bedrock Edition hat er Arme mit dabei, auf der Java Edition nicht. Man kann das mit Hilfe von Befehlen machen, aber wenn ihr es im Überlebensmodus platziert zum Beispiel, dann hat er eben keine Arme. Auf der Bedrock Edition schon. Und dieser lässt sich dann in verschiedene Posen bringen. Und zwar habe ich hier ein Lesepult mit einem Buch drin. Das hat 30 Seiten. Jede Seite ist dann eben einzeln, also jede zweite Seite ist nummeriert. Da haben wir einen Vergleicher daneben. Der liest dann aus, auf welcher Seite wir sind und kann dementsprechend diesen Block hier unten energetisieren. Dieser Block hat dann einen Effekt auf den Rüstungsständer. Das heißt, wenn ihr irgendwie die Pose ändern wollt, ihr müsst den Block darunter energetisieren mit einer bestimmten Signalstärke und dann könnt ihr dementsprechend die Pose verändern. Da gehe ich hier einmal schnell durch, damit ihr seht, dass es funktioniert. Wir schauen uns die gleich nochmal an. Ja? Also das sind alle unterschiedlichen Posen, die es gibt. Und 13 ist die höchste Pose, das heißt für 14 und 15 gibt es zumindest bisher noch keine, vielleicht in Zukunft. Wenn ja, dann werde ich darüber nochmal sprechen. Ganz genau. Also wir haben hier die erste Pose, das ist dann der Standard, das ist quasi dieselbe Pose wie bei Signalstärke 0 und das ist dann eben dieses leichte Anwinkeln von den Armen nach links und rechts, ganz genau. Bei der Signalstärke 2 sind die Arme dann gerade nach unten, quasi wie Soldat könnte man denken, ja, wenn man tausende davon hat mit irgendwie Ritterrüstung, sieht es bestimmt ganz cool aus. Haben wir die 3, da wird die Waffe, das Werkzeug so ein bisschen nach vorne gehalten und es sieht so ein bisschen aus, als würden beide Hände danach greifen, ja, also man hält das quasi mit einer sicheren Hand fest. Haben wir die 4, da wird das so ein bisschen zur Seite gehalten, so ein bisschen wie ein Angriffsschlag, ja, also es wird darauf vorbereitet anzugreifen. Haben wir die 5, wird es nach oben gehalten wie bei so einem Sieg, ja, hey, wir haben gewonnen, wunderbar. Haben wir die 6, da wird das oben in die Mitte gehalten, um quasi so einen Vernichtungsschlag quasi auszuführen mit beiden Händen gleichzeitig. Oder wenn man sich so eine Waffe ganz genau anschauen möchte, dann kann man das auch gerne mal machen. 7 ist so ein bisschen eine Umarmung. Also wir haben beide Arme ausgebreitet, leicht nach oben, leicht nach vorne. Das rechte Bein ist auch ein bisschen nach vorne bewegt. Haben wir die 8. Das ist so ein, so ein bisschen Schützen, wenn man da so ein Schwert in der Mitte hat. Dann kann man sich damit natürlich recht leicht verteidigen. Das wird dann einfach in die Mitte gehalten. Die 9. Es ist ein Dab. Ich weiß nicht genau, warum die es hinzugefügt haben. Ich meine, okay, von mir aus benutzen würde ich es nicht. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne machen. Dann die 10. Das ist nochmal so ein bisschen ein Umarmen. Ja, also wieder die Arme nach vorne gestreckt. Ein bisschen weniger zur Seite. Immer noch ein bisschen nach oben. Das rechte Bein ist auf jeden Fall weiter nach vorne. Ich glaube, diese Pose heißt tatsächlich Zombie, also die haben alle Namen, ich habe die gerade nicht im Kopf, keine Ahnung. Ich glaube, die heißt tatsächlich Zombie, also so ein bisschen wie ein Zombie ist sie auf jeden Fall ausgerichtet. Ja. Haben wir die 11, das Tanzbein schwingen, und zwar die linke, das linke Bein nach oben, die Arme nach oben und dann wird getanzt nach links. Und die 12 ist dann nochmal genau andersrum, und zwar dann nach rechts. Das heißt, wenn hier irgendwie viele Tanzposen machen wollt, dann könnt ihr immer wieder zwischen 11 und 12 wechseln und dann tanzt der Rüstungsständer immer hin und her. Und dann haben wir die 13, da wird so ein bisschen triumphierend die Waffe, das Werkzeug nach rechts oben gehalten und das wäre es dann. Die 14 und 15 haben bisher noch dieselbe Pose. Wunderbar, dann können wir das hier nochmal wieder zurück auf 0 setzen und da haben wir hier wieder die Standardpose. Die sind ja alle hinten nochmal aufgereiht, damit ihr euch die alle gleichzeitig anschauen könnt. Die Arme überlappen sich da immer ein bisschen, also es kann vielleicht manchmal ein bisschen schwer sein zu wissen, wo die Arme sind. Vor allem hier, da sind irgendwie 5 Arme auf derselben Stelle. Ja, also müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten wäre es das. Das ist alles, was man über den Rüstungsständer wissen muss. Schauen wir uns den Drachenkopf und gleich darauf auch noch den Piglinkopf an. Und zwar, so bekommt man erstmal den Drachenkopf.
Dazu müssen wir ins Ende reisen und dort zu einem der Endschiffe und Endstädte reisen. Am vorderen Ende vom Endschiff befindet sich dann dort ein Drachenkopf und der sieht genau so aus. Der kann in alle vier Himmelsrichtungen platziert werden und auch an den Seiten vom Block platziert werden. Und sobald er mit einem Redstone-Signal aktiviert wird, dann öffnet und schließt er das Maul. Und das können wir auch mal stoppen und das einmal mit dem Piglin-Kopf machen. Den Piglin-Kopf, den bekommt man, wenn ein Piglin durch einen aufgeladenen Creeper getötet wird. Das heißt, wenn der Creeper explodiert, können umliegende Monster ihre Köpfe fallen lassen. In dem Fall beim Piglin-Kopf hat das tatsächlich auch eine Redstone-Funktion. Und zwar, der fängt an, mit den Ohren zu wackeln. Und das wäre so ziemlich alles, was man zu dem Drachen- und Piglin-Kopf wissen muss. Und damit hätten wir jetzt alle Signalempfänger abgeschlossen. Wir hatten die Tür, die Falltür, den Zauntor, das Zauntor, genau, die Glocke, den Konstruktionsblock, Befehlsblock, das große Tropfblatt, den Rüstungsständer, Drachenkopf und Piglin-Kopf. Für die beiden mache ich in Zukunft nochmal ein extra Video, sobald die 1.21 draußen ist. Aber ansonsten wäre es das dann. Download-Link mache ich nochmal in einem extra Video, so ein Mini-Video quasi, wo ich dann nochmal alles ein bisschen aufräume, bisschen ordentlicher mache, bisschen präsentabler mache. Ansonsten wäre es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!